Erinnert sich noch wer an Micro Machines? In dem Rennspielklassiker ging es darum, mit Miniaturautos aus einer Vogelperspektive über Tische, Stühle und andere Gegenstände zu düsen. Reckless Racing ist zwar weniger abgefahren, das Spielprinzip ist aber ähnlich. Reckless Racing bietet drei Spielmodi. Im Dirt Rally Modus duelliert ihr euch mit den Computergegnern auf drei Schwierigkeitsstufen um den Sieg. Waffen und sonstige Extras gibt es keine, es geht allein um eure Fahrkunst. Diese hängt auch maßgeblich von der Steuervariante ab, die ihr zu Beginn des Spiels ausgewählt habt. Denn mit der Anfängersteuerung düsen eure Flitzer fast wie auf Schienen um die Pisten, während es mit der fortgeschrittenen Steuerung deutlich rutschiger wird. Falls ihr an einer Stelle hängen bleibt, hilft ein Tab auf das entsprechende Symbol und ihr werdet wieder auf die Strecke gesetzt. Neben dem Dirt Rally Modus könnt ihr euch auch im Zeitfahren versuchen oder im Liefermodus auf einer größeren Karte Kisten von A nach B bringen. Je schneller ihr seid, desto mehr Geld und Punkte gibt es. Eine der größten Stärken des Spiels ist, dass es vor allem aufs Können des Spielers ankommt. So macht es einen Heidenspaß, immer und immer wieder auf die Pisten zu gehen und seine Zeiten zu verbessern. Online-Listen erlauben zudem den Vergleich mit Spielern von der ganzen Welt. Schön ist, dass man sich auch in Online-Rennen mit den Gegnern messen kann. Unverständlich ist dagegen, dass die Entwickler auf einen lokalen Mehrspielermodus komplett verzichtet haben. Ebenfalls schade, auf iPhone und iPod Touch stehen euch lediglich 5 Strecken zur Verfügung. In der HD-Variante fürs iPad gibt es 8 Strecken. Alle Strecken dürft ihr auch in umgekehrter Richtung abfahren, sodass ihr auf 10 bzw. 16 Strecken kommt. Grafisch macht der Titel eine gute Figur. So gibt es schöne Licht- und Schatteneffekte, jede Menge zerlegbare Objekte, spritzendes Wasser und abwechslungsreiche Texturen. Flüssig läuft das Ganze auch noch. Der Sound fällt dagegen leider etwas ab. Die Banjo-Musik versprüht zwar gute Laune, leider mangelt es ihr an Abwechslung. Was bleibt, ist ein Titel, der viele gute Ansätze zeigt, aber auch reichlich Potenzial verschenkt. Wir haben vor allem den WLAN-Mehrspielermodus und einen größeren Umfang vermisst. Dennoch versprüht Reckless Racing einen unwiderstehlichen Charme und lädt immer mal wieder zu einer flotten Runde zwischendurch ein.